Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Der Bau meiner Gartenküche schreitet mittlerweile ganz gut voran. Ich werde in den kommenden Tagen die Arbeitsplatte, die Trempelwände, den gesamten Arbeitsbereich für die Küche einbauen. Vorab habe ich in den letzten Tagen die Elektrik vorbereitet, Kabel gezogen, Steckdosen eingebaut, Lichtschalter und natürlich auch die Lampen eingebaut. Hierzu gab es einige Rückfragen und ich habe mich spontan entschieden, ein kleines Video zu machen, um euch zu zeigen, wie ich die Elektrik eingebaut habe. Wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt dran, gleich geht's los! Meine Gartenküche hat eine Größe von ungefähr 4 Meter x 4,50 Meter. Ich habe mit den Ytongsteinen einen Trempel vorbereitet. Auf diesen soll die Arbeitsplatte gesetzt werden. Das passiert in den kommenden Tagen. Und vorab habe ich die Elektrik eingezogen, damit ich hinterher nicht auf dem Fußboden herumkriechen muss. Was habe ich getan? Vor der Elektrik habe ich mich um das Wasser und das Abwasser gekümmert. Mein Papa hat mir hier tatkräftig geholfen und wie ihr seht, habe ich den Abfluss, der das Waschbecken mit dem Abfluss verbindet, das Rohr eingebaut und auch mein Bewässerungssystem, das PE-Rohr, über das Gardena-System angebunden. Das Waschbecken selber kommt leider erst in einigen Wochen, denn Corona lässt grüßen, Shanghai ist dicht. Dennoch konnten wir soweit alles vorbereiten. Ich habe hier den Zulauf über einen Y-Weiche das Ganze einmal hier und einmal hier angebunden. Ich möchte den Wasserhahn direkt an den Spültisch heranbringen und habe zusätzlich noch die Option, später einmal einen Durchlauferhitzer hier anzuschließen, um auch warmes Wasser zu bekommen. Eine entsprechende Steckdose habe ich ebenfalls installiert. Eine zweite Aufputzsteckdose habe ich hier in der Nische für meinen Napoleon Phantom P500 Gasgrill eingebaut. Wie ihr wisst, habe ich meinen Gasgrill umgebaut, so dass er über 220 Volt betrieben werden kann und ich keine Batterien mehr benötige. Der Stecker für den Strom kann hier direkt angeschlossen werden. Der Grill wird hier in die Nische eingesetzt und wird von vorne verblendet. Oberhalb der Arbeitsplatte habe ich direkt in der Nähe des Grills zwei Steckdosen installiert. Hier kann ich die Rotisserie oder ein elektrisches Gerät, was man zum Kochen und Backen benötigt, direkt anschließen. Sämtliche Steckdosen sind über 2,5 Quadratmillimeter Kabel angeschlossen. Auch der Zulauf zum Haus, das sind gute 15 Meter, sind über entsprechende Stärken abgesichert. Ich habe in der Ecke zwei Steckdosen, ich habe oben zwei Steckdosen, auf der anderen Seite ebenfalls über Eck zwei Steckdosen. Hier oben habe ich eine Steckdose und zusätzlich auch noch das Audio-Ausgangssystem bzw. für Lautsprecher und dergleichen eingebaut. Bei den Steckdosen habe ich auf eine Variante mit einem Deckel gesetzt. Der Deckel kann offen bleiben, hält von alleine oder wird zugeklappt. Mit einem entsprechenden Rahmen ist das Ganze dann weitestgehend geschützt gegen Luftfeuchtigkeit. Regenwasser und dergleichen darf hier nicht hinkommen, denn das Ganze ist ja großzügig überdacht. Die Lichtschalter habe ich kombiniert in zwei Varianten. Einmal für das Hauptlicht, in dem Fall wäre das das Licht an der Bar. Und ein zweiter Schalter ist meine umlaufende LED-Leiste, die zeige ich euch gleich. Damit ich beim Grillen auch genügend Licht habe, habe ich einen zweiten Doppelschalter eingebaut. Über diesen Schalter kann ich zwei Lampen separat steuern. Die Lampen, einmal hier und einmal hier, haben verschiedene Lichtfarben, die kann ich variieren. Auch die Helligkeit ist variabel. Die Fernbedienung hat allerdings keine Batterie, so dass ich euch im Moment dazu nicht viel zeigen kann. Jedoch sitze ich hier bzw. stehe ich hier am Grill und habe die Lampen leicht vor meinem Kopf, damit die Grillzone optimal ausgeleuchtet ist. Die Kabel habe ich in großen Verteilerboxen angeschlossen. Bitte bedenkt, wenn ihr mit Elektrik arbeitet, mit Strom, dass der Arbeitsschutz immer dabei sein sollte, Sicherung raus und gegen Wiedereinschalten schützen. Diese Dosen waren relativ günstig zu bekommen, da habe ich direkt zugeschlagen und gleich 4 Stück installiert. Übrigens, die Dosen, die Schalter, auch sämtliches anderes Material, was ich hier verbaut habe, findet ihr unter dem Video. Da setze ich euch die Links, dass ihr das Ganze schnell und bequem nachbestellen könnt. Die Verdrahtung in den Abzweigkästen habe ich über Vakuumklemmen gelöst. Ich habe hier den Zulauf zur Steckdose am Lichtschalter. Ich habe das Kabel für den Lichtschalter. Ich habe den Zulauf zu den beiden Lampen als 5x1 Fünferkabel gelegt. Ich habe das Kabel für die Musik, für Audio.
das 2,5er Kabel, was zu der anderen Verteilerbox weitergeleitet wird. Und ich habe hier noch ein Leerrohr, denn ihr wisst ja, ich möchte meine beiden Balkonkraftwerke später einmal auf dem Dach meiner Gartenküche installieren und dafür werde ich später hier ein zusätzliches Kabel nach oben ziehen. Da oben fehlen mir noch zwei Dosen, auch hier lässt Corona grüßen. Aktuell gibt es das Ganze einfach nicht lieferbar, da werde ich demnächst das Ganze einfach nachbestellen müssen. In der anderen Ecke sieht es ähnlich aus. Auch hier habe ich meinen Verteilerkasten und entsprechend die Abgänge mit Vakuumklemmen geschalten. Das Audiokabel habe ich hier in einer kleinen Rolle gelassen, denn ich weiß nicht, ob ich gegebenenfalls hier nochmal was abzwacken möchte. Abgeschnitten ist schnell, dran geklebt eher schwierig. Hier geht ein Kabel weg zur Doppelsteckdosen dort oben. Dann habe ich ein weiteres 2,5er Kabel, das im Moment einfach nur dort oben aufliegt. Und ein 2,5er Kabel, welches diese Doppelsteckdose versorgt. Von hier aus geht das Ganze dann weiter zur dritten Dose hier rüber. Hier habe ich zwei Verteilerdosen installiert. Einmal für die Steckdosen und hier für meine Beleuchtung auf der anderen Seite der Bar bzw. die Barbeleuchtung. Das Ganze ebenfalls hier angebunden. Ich habe hier noch ein Leerrohr, was durch die Bodenplatte hindurch geht, wo ich später ein weiteres Kabel noch mit anbinden kann, falls ich das benötige. Und an der Stelle bin ich einmal reihum. Ein besonderes Gimmick, das ich mir überlegt habe, ist die Beleuchtung, die ich unterhalb des Bartresens installiert habe. Ihr seht, ich habe hier einen LED-Streifen, Smoothie-Licht, wie das Ganze so schön heißt, ohne diese LED-Punkte. Das Ganze läuft im Moment im Automatikmodus und hat einen separaten Ein- und Ausschalter, der wiederum über einen Stromstecker über meine Steckdose geschalten wird. Ich kann das Ganze hier direkt ansteuern. Verschiedene Modi. Das Tolle ist, an diesem Gerät ist ein kleines Mikrofon verbaut und von der Akustik abhängig kann das LED-Band verschiedene Lichtimpulse aussenden. Die Steuerung des Bandes kann aber auch über die App erfolgen und das Ganze kann separat programmiert werden. Finde ich wirklich ganz klasse. Suchen uns mal die Szene heraus und dann mal schauen, was wir hier haben. Der Blitz. Oder der Stern, der Herbst. Jetzt bei Tageslicht kommt das Ganze noch nicht so gut rüber, wie ich mir das später vorstelle. Aber wenn dann hier die Dunkelheit einbricht und direkt hinter mir in meinem Rücken der Pool indirekt mit beleuchtet wird, dann denke ich, bietet dieses Lichtband eine wirklich klasse und super Atmosphäre. Auch dieses Lichtband habe ich euch unter dem Video verlinkt. Wenn ihr mögt, schaut mal rein. Dort könnt ihr das Ganze mit nachbestellen. Für heute mache ich Feierabend, aber morgen geht's weiter. Ich werde morgen mit Trockenbau hier einen Trempel hochziehen und die Arbeitsplatte mit USB-Platten fertigen. Fermacell kommt auch zum Einsatz, eventuell Vinyl oder auch Fliesen, da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Das kommt auch auf die Lieferbarkeit an. Wenn ihr wissen wollt, wie ich dabei vorgehe, wie ich das Ganze baue und wie das Ganze am Ende aussieht, dann abonniert meinen Kanal und ihr verpasst keins der neuen Videos. Ansonsten hoffe ich euch, hier ein informatives Video geliefert zu haben. Falls ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, würde mich riesig drüber freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.